Herzlich willkommen zu einer absoluten Weltpremiere. Wir grüßen das erste Mal aus Österreich und dann auch noch aus der Herzog-Diskothek. Wir wollen heute herausfinden, was sind No-Gos im Bett für die Österreicher? Wir haben die Frage schon auf Mallorca und auf der Reeperbahn gestellt und heute wollen wir abchecken, wie sind die Österreicher da eigentlich so drauf? Wie offen oder verklemmt? Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Antworten, freue mich riesig, in der Diskothek mit dem wohl schönsten Nachnamen der Welt unterwegs zu sein. Wir legen jetzt los. Willst du einmal winken? Hallo. Wir wollen heute herausfinden, was sind No-Gos im Bett? Unterwäsche. Unterwäsche? Genau. Das heißt, wenn sie Unterwäsche noch anhat, das wäre ein No-Go für dich? Ah, die ziehe ich schon aus, ey. Hast du No-Gos im Bett? Ha? Hast du No-Gos im Bett? No. Nein? Nein. Ah, okay. Alter, ihr habt aber schon, ihr gebt ja auch schon Gas hier, ne? Ja, wir haben ja auch die Hauptdarstellerin heute Abend. Die ist jetzt heute Abend 18 geworden. 18? 18. Herzlichen Glückwunsch. Deine Freundin? Ja. Ah ja, ab heute ändert sich alles für dich. Ja. Was trägst du so im Bett? Gar nichts. Gar nichts? Ganz nackte. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Seit fast 3 Monaten. Oh, das ist ja... Relativ frisch. Relativ frisch. Aber immer noch verliebt. Ich sehe die Hand auf dem Schoß. Sehr, sehr. Sehr niedlich. Jetzt ist mal was Neues. Heute geht's um No-Gos im Bett. Was ist ein No-Go? Was macht man gar nicht noch? Ein No-Go ist, wenn man mitten drunter aufhört und die Frau nicht zum Ende bringt. Gibt's denn Unterwäsche, die dann trotzdem besonders attraktiv wäre für dich? Ja. Strapse. So Reizunterwäsche ist schon geil. Okay, also wenn sie die anhätte, wäre für dich in Ordnung. Sieh ich trotzdem aus. Siehst du trotzdem? Ja, ganz gut. Die sind immer am besten. Ey. So. Was sind No-Gos im Bett? Jetzt kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Finger in Arsch. Komm mal einen Witz raus. Ich hab keinen Witz. Hast keinen Witz? Naja, okay. Aber ich hab einen guten Anmachspruch. Einen Anmachspruch? Ja. Erzähl mal. Der geht. Ich habe ins Bett geschissen, kann in deinem schlafen. Den höre ich das erste Mal. Den hörst du das erste Mal? Alle, absolut. Das ist der legendärste. Merkt euch denn. Wie oft hat der schon funktioniert? Kein einziges Mal. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe einen Kameramann, nicht der, der heute dabei ist, ja, aber ein anderer, schöne Grüße, der steht ganz besonders da drauf. Echt jetzt? Ja. Also, ich habe schon mal an den Gedanken gedacht, aber na, da zieht mir alles zusammen, wenn ich daran überlege. Verstehe ich. Aber du steckst deinen gerne auch mal rein? Schon, ja, eigentlich schon. Was ist dein Plan hier heute Abend? Jemanden mit nach Hause nehmen, abschleppen, jemanden kennenlernen? Ja, auf jeden Fall mit heimschleppen. Wenn man No-Gos hat, hat man ja bestimmt auch die eine oder andere Vorliebe. Wie läuft das so bei euch zu Hause? Ich massiere gerne. Du massierst gerne? Massiere und das Wohlempfinden der Frau liegt mir im Bild. Also wenn die Frau kommt, ist das für mich mehr Vergnügen, als dass ich komme. Und was sind No-Gos im Bett? No-Gos im Bett? Hast du welche überhaupt? Boah. Ja, eigentlich finde ich alles gut, muss ich sagen. Bitte? Alles finde ich gut. Alles findest du gut? Alles. Was sind No-Gos im Bett? Zu viel Spucke. Zu viel Spucke? Ja. Bei was genau? Das geht dir Scheißdring an. Mit dir an. Das heißt, du hast kein No-Go? Nicht, ja. Stehst du auf Füße? Ja, also so Füße mit so weißen Nägel. Weißt du Nägel? Ja. So schöne Füße, schön rasiert, das ist geil. Was geht gar nicht? Wenn er einfach nicht mehr steht nach dem Saufen, das ist richtig hart. Bitte? Wenn er einfach nicht mehr steht. Wenn er nicht mehr steht? Ja. Okay. Das geht gar nicht. No-Go's im Bett. No-Go's im Bett. Kennst du Spider-Man? Nee. Das ist, wenn du dir in die Hand willst, wenn sie sich umdreht, ihr Gesicht drückt, dann schreit Spider-Man. Du hast überhaupt keine Hemmung. Du bist für alles offen. Du bist für alles zu haben. Ja, eigentlich schon. Auch so ein bisschen härter, Peitsche, alles in Ordnung. Alles scheißegal. Ja, solange sie nicht mich peitschen, dann, also das ist schon ein No-Go. Okay, also wenn du ausgepeitscht werden würdest, das wäre für dich ein No-Go. Ja. Okay, aber du würdest auspeitschen. Ja. Ihr beide seid ein Paar. Nein, sondern Arbeitskollegen, ehemalige. Was seid ihr? Arbeitskollegen. Genau. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was ist dein Plan hier heute Abend? Irgendwelche Frauen aufreißen, oder? Na, ich habe eine Freundin. Du hast eine Freundin. Wie lange schon? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre.
Glücklich? Ja, eigentlich schon. Auch schon ausgepeitscht? Die ist auf jeden Fall. Wir wollen wissen, was sind No-Gos im Bett? Wir wollen mal wissen, wie sind die Österreicher so drauf? Was sind No-Gos im Bett für die Österreicher? Also für mich, wenn es raucht, No-Gos im Bett. Ah, No-Gos im Bett. Gibt's nicht. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Du hast keine No-Gos. Das heißt, eine Frau könnte bei dir mit allem ankommen. Geschlagen will ich nicht werden. Du möchtest nicht geschlagen werden? Ich werde nicht geschlagen werden, ne? Aber du schlägst gerne selber? Das hast du gesagt. Hast du No-Gos im Bett? Also, wenn es zum Beispiel, wenn er nicht sauber ist, also wenn er stinkt oder so. Hast du einen Freund? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Wie lange schon nicht? Seit Oktober nicht. Wie lange wart ihr zusammen? 2,5 Jahre. Warum ist es gescheitert? Ja, schwierig zu sagen. Hat nicht mehr Spaß. Hast du eine Vorliebe? Nicht wirklich. Ja. Nicht wirklich? Nee. Du bist einfach für alles zu haben. Ja, also, sie sollte nicht zu massiv sein, sag ich mal. Okay, verstehe. Ohne, dass es jetzt irgendwie offensiv klingen soll, aber sie sollte schon einen gewissen Standard haben, sag ich mal. Ist das bisher noch nicht passiert, dass jemand gestunken hat? Noch nicht. Noch nicht? Na. Ich drück die Daumen, dass das so bleibt. Danke. Was sind No-Gos im Bett? Ui, weiß nicht. Er ist ein Fetisch, mit der Fußfetisch, der passt nicht so. Ja, okay, das heißt, wenn er an deinen Füßen lecken will. Ja, das geht nicht. Aber du würdest an seinen lecken? Nein. Auch nicht. Hast du einen Freund? Ja. Warum? Weil er geil ist. Was ist bei dir ein No-Go beim Sex? Ich habe keine No-Gos. Ich bin für alles offen. Bei mir können sie ins Bett schauen, rein. Ist alles egal. Was sind No-Gos im Bett? Aschors. Was für ein Ding? Hast du No-Gos im Bett? Natürlich. Welche? Das ist die Angst der Welt. Das ist auch der Polizei. Wenn Männer schmusen, als warst du kein Mund, sondern weiß ich nicht. Wenn Männer schmusen? Männer, die meisten, viele Männer schmusen, wie wenn einer Zunge ein eigenes Individuum wäre und stecken das einfach rein. So. Wenn man aufs Klo muss zwischendurch. Zwischendurch auf Klo? Ja. Ist ein No-Go. Du oder er? Er. War das schon mal der Fall? Ja. Es ist ohne. Beim musste er auf Klo? Ja. Was ist da denn los? Keine Ahnung. Was sind No-Gos im Bett? Wow. An der Ex denken. Heute wir die Fetten. Ich habe einen Grande bei. Ah, hast du heute schon eine Dicke? Auf jeden Fall. Aber ich habe einen Grande bei. Hast du noch eins? Im Bett. Im Bett. Schlecht sein. Und du so? Zum Singen anfangen. Bitte was? Zum Singen anfangen. Singen! Oder Fernsehen! Singen, Fernsehen, an die Ex denken. Ja. Oder solche Aussagen wie: Er ist gekommen, mach dann nur weiter, du kommst dann trotzdem noch nicht gleich und dann sagt er: Ja, das wird halt eh nichts mehr, oder? No-Gos gibt's da nicht. Du bist offen für alles. Loch ist Loch. Was sind No-Gos im Bett? Schwierige Frage. Und deine Antwort lautet? Unterschiedlich. Hat schon mal jemand bei dir gesungen? Na, aber bei einer Freundin, und das war schlimm. Zum bei einer Freundin? Da hat er das Singen angefangen. Ja. Was ist da denn los? Komm, wir machen das. Wir klären das hier einfach mal. Einfach mal drehen. Los. Muss ich dafür was zahlen? Nein. Okay. Ja, schade. Alter, darf ich nochmal dran? Bitte. Oh, einmal noch, aber ganz heimlich, schnell. Wir wollen heute herausfinden, was sind No-Gos im Bett? Boah. Hast du welche? Boah, ist schwierig. Jetzt hast du mich schnell gefragt.
Ma fuck. Wenn ein Mann laut stöhnt. Laut stöhnen? Ja. Ein Bier, wunderbar, komm her hier. Zack. Und tschüss. Und jetzt aber schnell weg. Komm, zu laut habe ich auch noch nicht gehört, aber okay. Ja. Hattest du schon mal? Wie geht man damit um? Einfach ein Kissen ins Gesicht. Und man sägt sie nie wieder. Mit was könnte eine Frau um die Ecke kommen? Da würdest du sagen, nee, jetzt ist gut, jetzt hau ich ab. Also wenn sie auf einmal einschläft. Einschläft. Aber dann liegt es auch ein bisschen an dir, ne? Ja, einmal wir zwei, eins gegen eins und dann an die Bar. Ich hoffe, bei dir ist aber noch nie jemand eingeschlafen. Na, ein Gott Glück. Sei Dank noch nicht. Ein Glück. Genau. Was würdest du machen, wenn jemand bei dir einschläft? Ich weiß nicht. Achtung! Das ist gut, Mensch, das ist gut, Mensch. Ja? Das schaffe ich nicht. Hast du denn Vorlieben? Ja. Welche? Kitzeln. Was? Kitzeln. 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 812 gibt es zu knacken, ne? Das gibt es zu knacken. Aber komm, es war knapp. Okay, ich sage, deine Vorliebe ist schon auch ein bisschen zur Sache gehen. Möglich? Wann hast du zuletzt wen gekitzelt? Gestern. War gut? Ja. Also wir müssen hier auch von dem DJ natürlich das eine oder andere wissen. Ja, ganz klar. Was sind No-Gos im Bett für dich? Anscheinend. Ist wirklich absolutes No-Go. Freunde, mach's nicht. Ich hoffe, es ist dir noch nie passiert. No-Gos im Bett? Ja. Socken auf der Nachttischlampe. Alles klar. Freunde, live vom DJ-Pult. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und hier geht's wieder los, oder? Absolut. Beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Der Rave is real.